So, dann gehen wir mal los in die Burg. Oh, Fledermäuse. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Oh, was ist das denn? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Auch das noch. Okay, da geht's nicht lang. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Niemals, alter Mann. Niemals. Ich brauche dieses Amulett. Oh ja, in diesem Krug muss ein Herz sein. Der Alte weiß es ja. Der Alte hat's drauf, du. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Da geht's ja raus. Was will ich denn da? Alter Sack. Ich will ja. Ui, da geht's doch nicht lang. Da geht's ja nirgendwo lang. Wir gehen einfach mal zur Tür raus, vielleicht geht's da doch woanders lang. Also von außen weiter in einen anderen Teil der Burg vielleicht. Wo ist das denn tief? Ja, haben wir ja schon gesehen. So. Olle Fotze. Oh, Entschuldigung. Es kam leider über mich. Ja. Wir gehen hier mal nach rechts. So, dann gehen wir mal nach draußen. Oh, was denn da ist? Ei. Schnell da rein. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint und sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einem magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Oh, du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Gott, jetzt gibt mir der Alte den Spiegel und haut ab. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. In Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was sie jetzt noch für dich tun kann, ist, die Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Mach ich. Alter Mann. Auf geht's. In die Burg. Noch ein grüner Diamant. Müssten wir ja eigentlich mal. Überall grüne Diamanten. Oh, ein blauer Diamant. Na toll.
So, jetzt gehen wir mal wieder raus. Diese Steine. Au, oh, ich bin fast tot in diesen dicken Klumpen hier. Ah, das sieht schon vielversprechend aus. So, wir schauen mal in den Spiegel. Ah, das geht hier nicht. Ist aber schlecht. Oh, diese dicken Klumpen, die sind doch auch voll für den Arsch. Game over. Speichern wir weiter. Starte bei Klaus Haus, bei der Berghöhle natürlich. Ja, jetzt gibt mir endlich ein bisschen Erholung. Danke. Klick, 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 klick. So. Und Diamanten brauche ich nicht. Gehen wir einfach mal gleich raus. So, jetzt gehen wir gleich mal nach links. So, da ist ein Höhleneingang. Mal, wo uns der hinführt. Loch. Loch. Eine Tür. Wiederholt sich hier alles oder? Nee, da ist ein Ausgang. Da war ich aber schon mal. Gehen wir wieder rein. Mal ganz nach oben. Und schauen wir mal, was wir da noch finden. Das kann ja nicht alles gewesen sein, was hier ist. Hey. Nicht so hart hier, nicht so harte. Ach du Scheiße, sind wir wieder raus. Nehmen wir mal die Leiter da hoch. Weil wir wollen ja nach oben. Da ist ein Haufen Perlenteile. Das gefällt mir, wir kommen der Sache schon viel näher. Ein Eingang. Ein Herzteil. Wunderbar. So, schauen wir, was wir hier haben. Da kommen wir nicht lang, da oben liegt noch ein Herzteil. Meine Güte. So, sollen wir uns getrauen? Ach du Kacke. Bounce, Bounce, hallo, du Hasenfuß. Ich möchte was erzählen. Sperre die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Das Gut. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Okay, unheimlich. Ein wenig. Ja, wir gehen einfach mal weiter nach rechts. Ah, kann man nicht mal überspringen, den Scheiß. So.
Gehen wir mal da rein. Okay. Da gibt's nix. So ein hässliches Karnickel bin ich jetzt auf immer, ey. Wie doof. Oh. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, hier kann ich es nicht nehmen. Da oben ist das Herzteil. So, gehen wir nochmal in die entgegengesetzte Welt. So, dann stellen wir uns mal hierher. Und schon sind wir da oben. Du hast dein Herzteil gefunden. Schön. Ich glaube, wir haben die Burg erreicht. Und gehen nun hinein. So, einen Schluck trinken. Ach so. Oh, was ist das denn? Nein, ich will aber nicht zurück. Ah, ich verstehe. Na, hoch will ich. Klaus, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrara. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verlies, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ich hab die Karte gefunden. Schön. So, okay, hier ist nichts weiter. Schauen wir mal da rein. Auf der anderen Seite war ja auch noch eine Treppe. So. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Nein, da wollte ich gar nicht runter. Ach, zu blöd. Ach Gottchen. So. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wo geht's da? Dann gehen wir erstmal da rein. Wenn wir schon mal hier sind. So. Ein Schlüssel. Ach Gottchen, immer wieder, oh, wieder runter, dieses Hin und Her. Wenn man das vorher wüsste. So, jetzt aber. Ach du Scheiße. So. Jetzt gehen wir mal da rein. Ein Herz, nein, ich will das haben. Das brauche ich. Oh, da brauche ich wohl einen großen Schlüssel. Nicht gut, nicht gut. Müssen wir doch wieder ganz zum Anfang zurück. Ihr wisst doch genau, wo es war. Ich weiß es schon. Ganz oben links in der Ecke. Da ist. Genau, da ist die Tür.
Da gehen wir mal runter. Und da wird auch der große Schlüssel zu finden sein. Autsch. Wie mache ich denn das Ding da auf? Gütiger Gott. Schon wieder Game Over. Mann, 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 Mann. Da oben ist nix. Wie macht man denn das da oben auf? So, versuchen wir einfach mal. Bis nichts mehr kommt. Drück und drück und drück und drück. Schauen, wie viele da kommen. Ah, okay. Na, da kommt eh nichts mehr weg. Ja, weiter einen Totenkopf sollte es darstellen, genau. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Au! Boah, gib mir wenigstens eh noch ein Herz. Nein. Oh, dieser. So ein Drecksack, ey, es gibt's ja nicht. Nur scheiß Energie, Mann, ich brauch. Herzchen. Wir haben den großen Schlüssel. Super. Wir haben den großen Schlüssel. Jetzt brauchen wir noch ein paar Herzchen. Damit es uns besser geht, weil wir haben nur noch ein halbes. So. Okay, da ist kein Herz. Oh. Das war jetzt nicht mit Absicht. Da ist jeweils kein Herz versteckt gewesen, wie man gesehen hat. Müssen wir runter. Jetzt müssen wir da rein. Ne, da hinten drüben müssen wir rein, genau. So, hier unten ist dann nämlich die Truhe. Nee, wo, hä, wo war denn jetzt die Truhe gewesen? Ach, auf der anderen Seite. Doch, auf der anderen Seite. Hier unten war ja gleich. Meine Güte. Oh. So. Oh, weg. Na, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Game over. Speichern und weiter. So, jetzt machen wir's nochmal. So, den großen Schlüssel haben wir ja sicher noch. Boah, nicht doch reinfallen. Thank you.
Was will ich denn mit Pfeile? Kann ich zwar trotzdem gut gebrauchen, aber... Na super. So. So, wunderbar. Haben wir dies auch erledigt. Jetzt sind wir im vierten Stock. Autsch. Na komm her. Oh. Zieh dich doch nicht so. Oh, nicht schon wieder. Danke, ein Herz. Ich hab den Kompass. Klaus, ich bin es, der Dorfwirt des Sahasrala, ein guter Rat von mir, ja. Ein wertvoller Edelstein-Mondperle genannt befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in dieser Schatten mit deiner Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Ich versuch's, ja. Boah, nicht doch schon wieder. Meine Güte. Danke. So. Nein. Schon wieder hier. Ah, noch zwei Herzen, das nervt total. Boah, Glück gehabt jetzt, ey. Meine Güte. So. Ah, schaut mal an. Geht nicht. Okay, schade. So, wo kriegst du ein Teil her, damit ich das umdrehen kann da? Nirgendwo. Oh. Okay, gehen wir mal da rein. Dort sieht's schon wieder. Natürlich wusste ich's doch jetzt gleich. Wow, 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 wow. Mit einem Herz, komm, das schaffe ich. Wow.
Oh, die wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Nein, nein. Schon wieder Game Over. So viel Game Overs wie hier habe ich noch nicht gehabt. Speichern und weiter. Oh, jetzt müssen wir wieder bis dahin. Wo müssen wir da hin? Da hoch mussten wir, oder? Oh, nee. Oh, sage mal. Ja, ich bin schon wieder hier am Sterben. Gib mir einen Cheat. Ach komm, hör auf. Schon wieder Game Over. Das gibt's ja nicht. Sage mal. So, jetzt aber. Concentration, please. So. Oh, das geht so genau. Wunderbar. Autsch. Gib mir noch mal einen Herz, verdammt. Was ist denn mit euch, ihr Lutscher? Ich hab schon hier nur noch drei. Ah, immer einen roten. Kein Herz. Da ist ein Herz. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Herz, 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 Herz. Wunderbar, danke. Wie komme ich denn jetzt am besten darüber? So nicht. Kann man mit den Dingern hier die Dinger wechseln? Nee, war. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkomme mit den Teilen hier. Darüber, ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Ich wäre gerne rüber gegangen. Aber ich weiß nicht wie. Nee, ich. Nee, nee, komme ich wieder an den Anfang. Und ich will nicht wieder so weit laufen. So, jetzt haben wir den fünften Stock erreicht. Und gehen auch gleich mal da hinein. So, und da haben wir den sechsten Stock und diese komische Wurst. Diese Kartoffelwurzel da. Eieieiei. So, das dritte Mal. Vierte. Autsch. Nein! Ah, verdammt. Jetzt waren wir schon so kurz davor. Meine Güte, jetzt schmeißt er uns runter. Au. So, zwei. Drei.
4. Und der letzte ist der schwierigste. Na, es kann doch nicht wahr sein, verdammte Axt! Das kann's doch echt nicht sein, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los, Mann? Da, das gibt's ja nicht. Ich reg mich ja total auf. Die Folge wird jetzt etwas länger dauern, aber das ist mir scheißegal. Haut ab. Boah, verpisst euch. Boah, ich muss die auch noch umbringen. Oh, nee. Zeig schon wieder nur noch drei Herzen. Ah, das kann nicht wahr sein, echt nicht. Das ist doch nicht normal. Kein Herz. Das kann nicht sein, ey. Naja, 4 Herzen, das bringt mir aber auch nicht gerade weiter. Das wird jetzt echt eine lange Folge, aber das ist mir scheißegal. Ich will euch einfach noch den Bosskampf unter die Nase reiben. Haut ab, haut bloß ab. Vielleicht haben die noch ein Herz einstecken. Der da zum Beispiel. Ist da oben noch einer, da oben ist auch noch welche. Komm her, hier. Ja, ein bisschen ein magisches Elixier, aber das bringt mir nie weiter. Aber warum bricht das Ding da nicht auf? Gibt's nicht. Bricht's nicht auf. Na egal, wir gehen jetzt zum Boss. Hauen mir jetzt ein paar auf den Schwanz. Also. Ach, da oben war's. Ja, da oben geht's ja nicht aus. Also, nicht in dem Sinne, ne? Ihr wisst wohl. Hauen wir auch mal. Ja, ihr wisst schon Bescheid. So, 1. Mein Freund. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da. Nee, auf die, nicht auf die Kante. Drei. Vier. Nein. Das ist doch nicht möglich. Der war doch schon... Oh, der hat doch den letzten die letzte Schwanzspitze berührt. Jetzt kann man wieder... Boah, ich bin immer... Komm immer bei 4 an und dann geht's nicht weiter. Dann ist vorbei. Komm, geh mal weg da jetzt. Ich will mal reinspringen, deine. 1. Zwei. Konzentrieren. Boah. Boah, 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 boah. Drei. Vier. Na, es kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ich reiße gleich die Konsole aus der Schrankwand.
Das kann doch langsam nicht mehr wahr sein, ey. Boah, ich könnte hier kotzen, ey. Das gibt's nicht. Au. Eins. Wow. Zwei. Ja, konzentrieren. Boah, es. Boah, das ist nicht euer. Es ist echt nicht euer Ernst jetzt, oder? Boah, das ist echt nicht euer Ernst. Mal schauen. Hatten wir hier nicht so ein komisches Teil gehabt, was wir umdrehen können? Irgendwo hatten wir hier so ein Teil gehabt, was wir umdrehen können. Da. Natürlich hat er uns kein Herz gegeben. So, die Folge wird mega lang, bis ich es geschafft habe. Ansonsten reiße ich hier alles aus der Wand. So. Okay, drei Herzen lassen wir mal übrig. Ab geht's. Oh, das hat sich jetzt gelohnt, nochmal zurückzulaufen. So, mein Freund. Jetzt zieh dich warm an. Dein Schwanz gehört mir. Also, ihr wisst Bescheid. Treff seinen Schwanz nicht. So. Drei. Vier. Fünf. Yes, Baby. Ich hab's geschafft. Sechsmal in den auf den Schwanz gekloppt. Okay. Ein Herz. Wo ist die Mondperle? Da ist die Mondperle, Freunde. Da ist sie. Ich halte sie in meinen Händen. Seht meinen Triumph. Die Mondperle. Göttlicher Scheiß. Du hast das Amulett der Weißerungen geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Perfekt, Leute. Ein Traum wird wahr. Super, Freunde. Und dann sehen wir uns beim Masterschwert wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.